zwar nenne ich euch ein Zitat aus die Känguru-Chroniken oder die Känguru-Verschwörung. Und ihr dürft einen neuen Urheber, eine neue Urheberin auf die Karte notieren. Mhm. Wenn ihr beide fertig seid, dann präsentiert ihr das Ergebnis. Mhm. Und du schneidest die 5 Minuten, die wir drüber nachdenken, raus. Okay, was hast du? Wladimir Putin. Ich hab The Rolling Stones. Wegen dem Logo, ja. Mensch. Ja, richtig? Ja. Wladimir Putin? Hm. Try again. Okay. Nein. Okay, gleichzeitig. Ah! Freddy Krüger. Freddy Krüger. Ja, komm hier. Finde ich witzig. Ja, witzig, witzig auch. Ich mach das, was mir zuerst in den Kopf schießt. Ja. Okay, ich hab Armin Laschet. Ich hab Olaf Scholz. Ja, doch, komm, hier kann ich. Sag mal. Wladimir Putin. Hier geht er. Du kannst aber den Trump-Joker ziehen, finde ich hier. Trump geht immer. Ja. Der Ampel Gerhard Schröder. Fucking Ludli. Ja. Den locken wir ein. Ja. Komm mit ins Abenteuerland, der andere kostet den Verstand. Gerhard Schröder. Den möchte ich nehmen. Was hast du? Keanu Reeves im Film Speed. Keanu Reeves. Hier, das kriegst du so witzig. Sehr gut. Was hast du? Komm, sag. Johnny Depp. Man muss irgendwas mit Essen draus machen. Na gut. So Tim Meltzer-mäßig, ja, oder was? Ja. Cui Bono ist The Edge von U2. Okay. Darauf hattest du doch bestimmt auch schon viele Antworten, oder? Ja, ich meine, Karl Marx bietet sich ein. Ja. Ja. Wir gehen mit Karl Marx. Wir nehmen Karl Marx. Ist das richtig? Ja, es ist ein geiler Film, es ist super lustig, wir haben uns viel Mühe gegeben. Ich finde ihn gut. Es ist ein was anderes sagen? Sensationeller Film und es gibt für keinen Menschen irgendeinen Grund, ihn nicht zu gucken. Hey, bleib stehen! Wer landet?